Aktuell Smokers aus der Taufe bin ich heute mit Sam Reuter aus dem Hause Davidoff Sickers verabredet. Geliebt und beliebt bei den SNTV-Zuschauerinnen und Zuschauern und auch Moderator. Hallo Sam. Hallo Peter, es freut mich wirklich sehr, für die Session hier wieder mal mit dir zu machen und ich freue mich darauf. Okay, dann starten wir doch mal, was wir vorhaben. Vor wenigen Wochen hat Davidoff Sickers die neue Grand Prix der Wieners Limited Edition Collection enthüllt. Diese außergewöhnliche Zigarre führt uns heute zu diesem Interview zusammen. Ankündigung heißt es, dass Davidoff Sickers seine Zigarrengeschichte wiederholt, Serie mit dieser Innovation abschließt. Mit einer Zigarre, die in die Geschichte eingehen wird. Große Worte, Sam. Genau, große Worte. Ich hole vielleicht ein wenig aus. Wir hatten ja im Rahmen von The Difference-Kampagne, haben wir, wie du richtig gesagt hast, Zigarren lanciert unter der Rubrik und dem Namen Zigarrengeschichte wiedergerollt oder Cigar History Revolt. Was haben wir uns dabei gedacht? Wir haben da die, sag ich mal, ältere Formate genommen von den verschiedenen Core-Linien und haben die wieder lanciert. Also wir haben angefangen mit der Davidoff Signature Nummer 1, dann mit der schönen Millennium Lancero, die Anniversario Nummer 1 und jetzt als krönender Abschluss und hoffentlich geht in die Geschichte rein, Peter, wie du das richtig sagst, haben wir die Grand Cru Diadema Finas und hier wirst du auch gerade sagen, ja, es ist ein anderes Format. Also hier haben wir quasi nochmal ein wenig Innovation dazu gepackt und haben ein neues Format kreiert, weil die Grand Cru gab es ja noch nie in einem schönen Diadema Fina Format. Ja, die vierte und letzte Edition ist inspiriert von der Welt des Weines und spricht sowohl Zigarrenarsenalos als auch den Weinkonnoisseur. Die erste Grand Cru Zigarre von Davidoff im Figurata-Format ist ein Paradebeispiel für meisterhafte Handwerkskunst und entfaltet ihren fruchtigen Charakter nach und nach, wie ein edler Bordeaux. Also ich glaube, ich habe das ganz gut rübergebracht, aber du würdest doch bestimmt jetzt nochmal richtig zelebrieren. Genau, also wir haben ja hier auch schon von der Linie eigentlich Grand Cru, was übersetzt auch großes Gewächs heißt. Das heißt, wir haben hier auch die Assoziation mit der Weinwelt. Und sehr spannend haben wir gesagt, komm, lass uns noch mal einen Schritt weitergehen. Und wir haben tatsächlich auch eins von denen Einlagentabakke, und zwar ein San Vicente Secco, also ein dominikanisches San Vicente Secco, haben wir in einem Weinfass fermentieren lassen. Das heißt, lieber Peter, du musst dich vorstellen, wir haben ja zum Beispiel bei der Late Hour haben wir ein nicaraguanischen Tabak im Whiskyfass, wo wir fermentieren. Und für die Grand Cru Diadema Finas haben wir tatsächlich wirklich ein dominikanisches San Vicente Tabakblatt in einem Rotweinfass fermentieren lassen. Während 6 Monate, alle 2 Wochen tun wir den Tabak umschichten. Und das Spannende ist, wir haben einen dominikanischen Tabak genommen, San Vicente eher etwas, einen leichteren Tabak, auch von der Struktur vom Blatt her etwas dünner. Und so konnte das Blatt perfekt diese Holzfass- und Weinnoten aufnehmen. Und sehr wichtig, das ist alles ein authentischer Prozess. Das heißt, wir tun da gar keinen Wein irgendwie auf die Tabakblätter, sprühen sich alles natürlicher Prozess. Und das ist sehr wichtig. Und ich muss sagen, das Resultat ist wirklich wirklich bemerkenswert, ja. Sind wir nochmal oder schauen wir nochmal zurück zum Konzept. Erklärst du uns bitte mal das Konzept eures Hauses The Difference Campbell? Genau, also wir haben ja die Difference-Kampagne vor ein paar Jahren lanciert und hier wirklich auch sehr wichtig zum sagen, okay, was ist genau die Difference-Kampagne? Wir wollten eigentlich so eine faktenreich oder auf faktenbasierende Kommunikation ausstellen und zwar auf dem ganzen Prozess, was wir als Davidoff immer wieder anders machen. Und deshalb auch The Difference, also was macht uns als Davidoff anders? Vor allem haben wir uns fokussiert auf unsere Cop-to-Shop-Philosophie, wie ich das immer sage. Also wir haben ja die vertikale Qualität Kontrolle über den ganzen Prozess
Und hier haben wir wirklich auch mit Emotionen gearbeitet. Wir haben das wirklich sehr schön in Bilder, in Videos ausgedrückt, was uns denn anders macht. Und hier wirklich quasi von der Saat bis zur Zigarre haben wir quasi die Fakten rausgesucht. Zum Beispiel, dass auch nur 10% von unserem Samen durch die Qualitätskontrolle kommt. Wir haben unser Zigarrenroller, wo 10 Jahre Erfahrung haben. Wir haben mit 2600 Tonnen den größten Tabaklager der Welt, mit unseren 15 Terroirs, wo wir jetzt kommunizieren. Also das sind genauso die Facts. Und für uns war das immer irgendwie normal. Und haben aber herausgefunden, eigentlich ist es gar nicht so normal, sondern wir machen das quasi als Einzigen und wollten das auch so quasi anhand von Bildern und Videos unseren lieben Konsumenten weitergeben. Genau. Wunderbar. Aber jetzt mal im Detail, die Darmstoff-Kolkrö kommt hier im Detail nochmal dargestellt. Aber da blicken wir auch mal zurück. Das sind so zwei Dinge, die eine große und prägende Rolle bei dieser Zigarre spielen. Also 1946 Zinu und, Genau. wie eben schon angesprochen, der französische Rotwein. Kannst du das auch nochmal zusammenfassen? Ja, genau. Also im Jahr 1946 hat Zino Damelow eigentlich schon die Parallelen erkannt zwischen dem Tabakanbau, sage ich jetzt mal, und dem Weinanbau. Also wichtig natürlich das Klima wie Tabak, wie für den Weinanbau. Wichtig das Terroir. Also Terroir ist beim Wein eigentlich noch wichtiger als bei der Zigarre. Und der Zino hat nämlich da schon mal gewusst, seine Kunden lieben genauso sehr Rotwein, wie sie auch Zigarren lieben. Dazu kommt noch in Frankreich, auf die Region, wo er sich dann spezialisiert hat, redet man auch vom Blending, oder man hat 3 bis 5 verschiedenen Rotwein-Traubensorten, wo man darf benutzen. Auch sie machen einen Blend und wie wir auch einen Blend machen, auch da sind viele Parallelen, wo wir wieder zusammenkommen. Und so hat der Sino das schon in frühen Jahren erkannt. Dazu mal wie heute immer wieder Innovation. Innovation ist wie in unserem Blut, in unserer DNA. Also ich meine, der Sino hat den Schritt schon sehr lang vor uns gemacht, hat natürlich auch den ersten Walk-in-Humidor erfunden. Und deshalb auch die Innovation für uns so wichtig, auch in der heutigen Zeit. Lassen wir uns immer noch gern von meinem Sino inspirieren lassen und haben auch hier den Schritt mit der Grand Cru gewagt, dass wir sagen, lass uns so einen Schritt weitergehen und wir fermentieren wirklich den Tabak in einem Rotweinfass, genau. Also, Zino, ein Mann wie du und ich. Genau. Sam, du hast ja eine wunderbare, wie war das, schon mal angezündet, etwas, Genau. schmauchst auch schon daran. Kannst du es da ein bisschen auf der Geschmacksreise mitnehmen aus der Ferne? Sehr gern, Peter. Also wichtig zum Sagen vom Blend, sage ich jetzt mal Komponenten her, außer jetzt das mit dem Weinfass fermentierten Tabak, sind wir eigentlich auf der Grand Cru-Linie. Also wir haben dominikanischen Tabak in der Einlage, dominikanisches Umblatt und ein ecuadorianisches Connecticut als Deckblatt. Also hier sind wir quasi im Blend von der Grand Cru, auch von der Stärke her, haben wir eine 2 von 5. Der Unterschied macht wirklich erstmal das Format natürlich auch, aber auch der Einlagetabak, wo im Weinfass fermentiert wurde. Und ich finde es immer sehr, sehr spannend, vor allem natürlich mit einer Diadema Fina. Es ist immer so quasi wie eine Reise am Anfang, natürlich ein bisschen mehr Umblatt, Deckblatt und nachher tut sie sich öffnen. Also am Anfang hat man eher so ein bisschen die Zitrusnoten und dann in der Mitte der Zigarre kriegt man so das Richtige, die rote Frucht, also so richtige rote Kirschen kriegt man und das habe ich so selten in einer Zigarre. Ich habe es eigentlich noch nie so rausgeschmeckt und das ist genau die Parallelen zu einem Rotwein, vor allem ein Rotwein, wo sehr Merlot-lastig ist, Merlot, wo ihm schön die Fruchtaromatik gibt. Und das finde ich so spannend in der Mitte von der Zigarre. Und zum Schluss gibt es noch etwas so, ich sage immer, so würziger Walnussnoten und hat so eine schöne Evolution, obwohl sie auch mit 2 von 5 gar nicht so stark ist von der Stärke her, aber sehr komplex in den Aromen. Naja, da möchte man einfach gleich mit einstarten, auch mit Soße. Genau. Das waren aber ein paar ganz banale Geschichten, aber das muss auch sein, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, wo und wann und wie, also das Thema Verfügbarkeit, die Verpackungseinheiten
Ja, und bezahlen muss man ja auch etwas für so ein besonderes Teil. Genau, also wir haben weltweit, ich habe auch eine Kiste hier, zum Beispiel die zeigen. Also seht, es sind 10er-Holzkiste im gleichen Look und Feel, sag ich mal, wie die von den anderen, wie die Nummer 1, wie die Lancero. Also 10er-Holzkiste, wir haben weltweit 15.500 produziert und davon haben wir 1.500 Kisten in Deutschland und wir haben 190 Kisten in Österreich, wo erhältlich sind. Die sind am 4. und am 11. Juli sind sie im Laden angekommen. Das heißt also gerade frisch, jetzt perfekt zum die probieren. Und Stückpreis der Zigarre liegt bei 57 Euro. Das wissen ja fast alles, aber jetzt möchte ich doch noch was anderes ansprechen. Ich habe Ja. niemand gehört, dass du vor wenigen Tagen mit der Grand Cru Zürich im Grand Hotel Dolder warst. Oder Genau. Heiko Nieder, dem Küchenchef, den ich auch schon interviewt habe, in Sachen Davidoff. Und da warst du zu einem Brainstorming verabredet, wie ich gehört habe. Genau. Was war da angesagt und wie war das Urteil von Heiko? Genau, also wir machen im Dolder machen wir die sogenannten Masterclass Sessions, wo wir verschiedene Konsumenten einladen und Masterclass in dem Sinn, da bin ich zuständig für die Zigarre. Und der Heiko ist ja auch ein passionierter Zigarrenliebhaber, das hilft natürlich. Er probiert, die Noten der Zigarre in Gerichten auszudrücken. Das heißt, er kocht quasi die Zigarre nach und ist immer sehr spannend. Er setzt sich dann auch privat in seinen Garten und genießt die Zigarre und weiß genau, was die Aromatik der Zigarre und kann das so quasi in Gerichten ausdrücken. Und das ist immer sehr, sehr spannend. Weil viele, sag ich jetzt mal, Zigarrenliebhaber wahrscheinlich nicht so viel Pairing Zigarre und Essen machen, sondern eher Zigarren und Getränken. Und deshalb ist die Komponente mit dem Essen halt sehr spannend, wie schön das harmoniert zusammen. Und da haben wir es im Dolder so getroffen und haben das ausprobiert. Dazu hatten wir dann noch französischen Rotwein als Pairing und das hat wirklich wunderbar gemundet, ja. Man sieht es dir an. Das war positiv gemeint. Danke, ja. Also, Zigarre und Rotwein, das funktioniert, sagt Heiko Nieder. Da sagt er ein bisschen mehr in der Verbindung des Rotweines und Zigarre. Gibt es auch von dir noch ein paar Erkenntnisse für uns heute? Ja, also ich denke, sehr wichtig. Man muss natürlich auch sagen, man muss den richtigen Rotwein aussuchen. Es gibt auch Rotweine, ich sage jetzt mal, wo vielleicht etwas mehr tanninhaltiger sind, wo allenfalls etwas schwieriger ist, wo die Zigarre passt. Deshalb sage ich immer, wichtig auch, dass der Wein eine gewisse Komplexität hat, einen langen Abgang. Und wie ich vorher gesagt habe, in dem Fall jetzt hier mit der Grand Cru, würde ich mich eher auf Merlot fokussieren, also eher ein Wein, wo einen hohen Anteil an Merlot hat, wo eher die Fruchtnoten rauskommt. Das, was ich immer mache oder was ich merke, was sehr gut funktioniert, dass man immer zuerst mal einen Schluck vom Rotwein trinkt, den ein wenig im Gaumen genießt und nachher den Zug von der Zigarre nimmt. Da kann sich das so schön zusammen vermählen und dann merkt man die Aromatik vom Rotwein, die Aromatik von der Zigarre und wie sich die Noten quasi zusammen ergänzen. Auch hier wichtig. Vor allem jetzt hier mit der schönen schwarzen Kirschnote von der Zigarre passt das natürlich perfekt zum Wein, wo auch so die rote Frucht hat. Also hier auch wieder so das homogene Pairing, wo ich empfehle. Und also wirklich vor allem mal ausprobieren. Es passt wirklich sehr schön. Also Weißwein wissen wir ja auch, passt schön zu Zigarre oder auch einen schönen Dessertwein, wie zum Beispiel mit unserem Davidoff Maduro passt sehr schön. Aber hier wirklich mit der Grand Cru und schönen Rotwein, Merlot-lastig und schön komplex, also kann auch ein bisschen älter sein, mundet das wirklich perfekt zusammen, ja. Sehr schön. Da sage ich, lieber Sam, vielen Dank für dieses Gespräch und die informative Zigarren-Genussreise mit dir. Aber das Schlusswort hast du. Ja, bitte sehr gern, Peter, und es war mir wie immer eine sehr große Freude.
Und schön haben auch ein wenig, sag ich mal, mit dem Kulinarischen da können erklären, mit dem Heiko und der Masterclass, finde ich immer sehr schön. Ich wünsche natürlich allen Zuschauerinnen und Zuschauern viel Genuss mit der Davidoff Grand Cru des Demas Finas. Ich hoffe auch, dass ein oder andere Pairings vielleicht, dass sie das mit dir teilen oder mit uns teilen, welchen Rotwein sie ausgewählt hätten. Ich bin ja ein großer also Weinliebhaber, das würde mich noch sehr interessieren. Und wünsche allen viel Genuss. Macht euch auf in den Laden. Ihr wisst, es ist limitiert. Ich weiß auch nicht, wie lange sie nur erhältlich ist. Aber ich wünsche wirklich viel Genuss und es war wirklich eine große, große Freude. Also da nehme ich doch den Schlusswort dann auf, weil ich kann jetzt auch nicht mehr arbeiten. Ich muss einen Rotwein aufmachen und muss mich zurückziehen. Lieber Sam, vielen Dank. War super gut. Bis zum nächsten Mal. Schon Sehr bald. gerne. Es gibt ja bestimmt noch attraktive Themen, die wir zeitnah an Videos noch aufarbeiten dürfen. Bis dann. Sehr gerne. Sehr Ja. gerne, Peter. Vielen Ja. Dank. Tschüss.